So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit meiner Kritik zu Lego The Movie, einer der meisterwartetsten Filme des Jahres. Und ja, im Hintergrund seht ihr ein Battlefield 4 Gameplay, obwohl, ja, ich wusste nicht, soll ich jetzt Battlefield 4 nehmen oder nicht, weil der Film ist an sich ab 0, aber ich habe jetzt auf die Schnelle kein Lego Gameplay zur Hand gehabt und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich fliege und fahre ein bisschen auf der Map Vergessene Inseln von Naval Strike ein bisschen rum und ja, deswegen seht ihr das jetzt im Hintergrund und ich erzähle euch jetzt erstmal ein bisschen was zur Story. Emmett arbeitet auf einer Baustelle in einer großen Lego Stadt und hat eigentlich nichts Besonderes an sich, wie er merkt mit der Zeit. Also er ist einfach so ein stinknormaler Typ, so ein 0815 Gesicht hat er. Und die Stadt wird regiert von Präsident Business und der will halt alles perfekt haben. Alles muss nach Bauanleitung gebaut werden und deswegen hat es ihm auch nicht gepasst, dass so viele Meisterbauer in der Stadt sind, die seine ganze Stadt immer wieder umgebaut haben. Deswegen hat er die alle sozusagen verhaften lassen und den Rest vertrieben. Als Business sich dann den Craggle unter den Nagel reißt, um die ganze Welt zu vernichten, so heißt es, kommt Emmett dazu und durch einen dummen Zufall findet er den Stein des Widerstandes und wird dadurch zum Besonderen. Also er wird der Besondere. Dadurch lernt er dann auch Wildstyle kennen, die ihm dann zur Versammlung der letzten Meisterbauer bringt. In einer anderen Welt sozusagen, die ganze Welt besteht aus verschiedenen einzelnen sozusagen Universen und er ist halt in der Stadt und dann gibt es noch den Western-Teil und dann gibt es noch so eine Himmelsstadt, wo alles so, ja, so supi, hell, so fröhlich ist. Von da an beginnt dann das Training für Emmett zum Meisterbauer, um Präsident Business aufzuhalten. Viele bekannte Figuren wie Batman, Wonder Woman, Gandalf, Präsident Lincoln oder auch Michelangelo sind vertreten mit den deutschen Stimmen von Elizabeth Banks, Morgan Freeman, Will Ferrell und vielen mehr Prominenten und man erkennt sofort die Stimmen wieder. Batman hört sich natürlich auch im Deutschen richtig cool an, wobei man sagen muss, dieser Alles ist super, glaube ich, heißt dieser Song, der hört sich im Englischen wesentlich besser an, wie ich finde, als im Deutschen. Und ja, da sieht man halt auch wieder die Zielgruppe, deswegen konnten sie den nicht auf Englisch lassen, vermute ich mal. Und ja, von der technischen Seite her ist Lego The Movie einfach nur hervorragend. Das 3D kommt richtig gut zur Geltung, es ist sehr gut gemacht. Allerdings weiß ich nicht, haben die das mit echten Bausteinen gemacht oder haben die das komplett animiert? Das kann ich jetzt nicht sagen, aber trotzdem, es sieht einfach echt cool aus, wie so eine Art Stop-Motion-Film. Und der Sound ist richtig bombastisch, aber dennoch sehr detailreich. Also man hört wirklich jedes kleines Klimpern, das ist echt wirklich richtig detailverliebt. Und da merkt man schon, dass die Macher des Films auch so, ja, so ein paar Nerds sind. Und einfach auf die kleinen Sachen, die uns Gamern, Nerds und Filmbegeisterten dann definitiv auffallen. Und auch insgesamt ist es super animiert, also es sieht einfach richtig cool aus. Und ja, da komme ich jetzt schon auch zu meinem Fazit. Lego The Movie ist einer der meisterwartetsten Filme des Jahres und kann durchaus überzeugen. Sowohl groß und klein werden Spaß im Kino haben, dennoch habe ich mir wesentlich mehr Insider-Witze und nicht nur so viele "Haha, der Typ ist hingefallen" Witze gewünscht. Natürlich, Kinder springen da sofort auf diese billigen Witze an, weil ja, das ist halt einfach ihre Zielgruppe, aber ich hätte mir den ganzen Film irgendwie ein bisschen erwachsener gewünscht, mit ein paar, mehr vielleicht auch ein paar, ja, dreckigen Witzen, würde ich jetzt das mal so sagen, und einfach ein bisschen, dass es für uns mehr Spaß gibt. Es gibt natürlich ein paar Insider, aber die sind alle wirklich jetzt, stechen nicht so heraus, deswegen wäre schon ganz cool gewesen, wenn der Film etwas, ja, erwachsener gewesen wäre und vielleicht dann sogar ab 12 gewesen wäre. Hätte, glaube ich, trotzdem genügend Zuschauer ins Kino gezogen. Dennoch kann ich den Film für jung und alt empfehlen und ja, in diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen. Links kommt ihr zu meiner letzten Kritik, darunter zur Kritiken-Playlist mit all meinen Kritiken. Rechts kommt ihr zu meinem ersten GoPro-Video, da werden in Zukunft noch einige mehr kommen. Und ja, vergesst nicht zu abonnieren, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!